Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Arsenal mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr mit eingeschaltet habt. Wir haben beim letzten Mal eine sehr zähe Folge voller Training hinter uns gebracht, bis wir den Speed-Up-Knopf für diesen Emulator gefunden haben. Wir haben Vogel entwickelt zu Tauboga, Knecht auf Level 15 gebracht. Wir wollen Orthopäde noch auf Level 15 bringen. Und dann würde ich mich an den nächsten Trainer wagen. Wir sind ja vor zwei Folgen ganz schön zerlegt worden. Ist jetzt sehr erfolgreich oder nicht? Ja, genau, eben nicht. Da sind wir richtig zerlegt worden und danach habe ich großen Schiss bekommen, weil ich schon das Gefühl hatte, der Kampf ist vorbei, das Nuzlocke ist vorbei. Weil ich war wirklich kurz davor. Also ich finde, ich habe die Situation noch gut gerettet, aber hätte auch anders ausgehen können. Und genau, deswegen wollte ich mich jetzt mal ein bisschen hier absichern. Und ich glaube, das tut uns ganz gut. Durch den Speed-Mode. Wow, ist das speedig, ey. Das ist ja wirklich, da kriegst du ja einen richtigen Drehwurm, wenn du da zu lange hinguckst. Ich freue mich natürlich, also es ist auf jeden Fall schneller als der Speedmon von dem anderen Emulator hier. So viel steht fest. Ich hoffe auch, ich weiß nicht, ob der dann auch abstürzt oder sich so aufhängt wie der andere. Ob es solche Phänomene hier gibt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das mit meinem CPU macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da steht irgendwas mit 1000% unten drin in der Leiste hier. 1000% scheint viel zu sein. Wahrscheinlich immer, wenn er jetzt spontan rechnen muss, irgendwie noch welches Pokémon kommt. Das war nicht so gut. Da tauschen wir lieber aus. Da haben wir ja noch einen Vogel in der Hinterhand zum Glück. Der kann das einmal abfrühstücken. Oh, Chirox. Da ist es wieder. Also ich muss sagen, ich habe Botogel ein bisschen abgeschrieben. Es kann jetzt natürlich sein, dass ihr alle in die Kommentare schreibt, nein, Botogel ist das geilste Pokémon, was du überhaupt im Team hast. Alle anderen sind Müll, muss mit Botogel mehr machen. Kann sein, aber ich fühle es halt nicht. Und die Gefühle sind wichtig. Ihr wisst es doch. Wer nicht fühlt, der fühlt nicht. Und dann ist es nicht gut. So, einen Kampf noch. Wir müssen ein bisschen aufpassen, ne, weil Reptane tut mir auch weh. Es ist jetzt nicht so, als ob der einfach an mir vorbei rüberzieht wie ein lauer Sommerwind. Wow, okay, ich glaube, ich bin abhängig. Ich werde jetzt nur noch so spielen. Das sind wir in zwei Wochen durch. Okay, ich kann Urlaub machen, wenn wir hier durch sind. Hey, natürlich ein guter Content Creator macht nie Urlaub. Ist ja klar. Das ist witzig. Hat was so von geisterhaftem Rumgeblatter. Und dann, wenn du dann auch noch gleichzeitig läufst. Wow. Diese Möglichkeiten des Speeds, die kannst du gar nicht menschlich einordnen. Ich will auch. Ach, Entschuldigung, ich verrutsche immer um eine Reihe. Ich versuche mich jetzt aufs... Wow! Oh mein Gott, ich bin die Route einfach in einer Sekunde eingelaufen. Okay, wir konzentrieren uns. Also, ich bin jetzt bereit. Ich trete an, sobald ich da bin, gegen den Freund der Käfer da unten. Ein YouTube kann mich nicht mehr schocken. Wir können jetzt natürlich trotz alledem Botogel nach vorne packen. Aber wenn uns dann irgendjemand auf dem falschen Fuß erwischt hier als erstes Pokémon, dann haben wir ein Problem. Meine Käfer-Pokémon sind stark. Lass uns kämpfen. Er hat wieder so tiefsinnige Worte gesprochen. Die haben mich richtig im Herz berührt. Muss ich ganz ehrlich sein. Oh, Pantymos, das haben wir schon geübt. Wie wir es geübt haben, Leute. Wollen wir mal versuchen? Ah, schade. Hunter hat es nicht gepackt. Nimm mal den Knecht. Ich weiß, es ist immer gut, sich auf Taubse zu verlassen oder Zauboga zu verlassen, aber wir müssen auch die anderen
immer mit einbeziehen. Ich darf nicht immer nur Angst haben. Ich muss mutig sein. Auf mein Können vertrauen. Es ist ja wirklich... Oh, jetzt drücke ich die ganze Zeit. Das ist blöd. Ich versuche es mir wieder abzugewöhnen. Sorry. Ich habe den Knopf jetzt einmal gefunden. Aber ich muss jetzt wieder dahin zurückgehen. Slow Motion hier. Entschleunigen. Entschleunigen. Käfersammler Eros. Klingt auch witzig. Witziger Name. Muss ich an Herr der Ringe denken. Erebor. Eros, fast dasselbe. Er benutzt es einfach, die Stachelspore. Also Bluebella ist schon immer seit meiner Kindheit übrigens ein Lieblings-Pokémon von mir gewesen. Es ist so süß einfach. Es geht nicht auf meine Kopfhaut. Diese Blumen da am Ohr und... Ja, das war toll. Ich erinnere mich auch, als es gibt New Pokémon Snap, gibt es auch Bluebella. Ist einfach toll. Freue ich mich richtig, das zu sehen. Polygon 2. Da hat es nicht mal nur für ein Polygon gereicht. Wir brauchen direkt zwei. Wow, sieht das rosa aus, würde ich sagen. Rosaner, als ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, es ist jetzt heutzutage eher rot. Mehr rot als rosa. Umwandlung. Was ist das für eine Attacke? Was wird da umgewandelt? Wer wandelt sich wohin? Es verwandelt sich zum Typ Psycho, weil das stark ist gegen Kampf. Ist das korrekt? Wir werden es nicht näher erörtern können. Ich habe verloren. Ich dachte, ich könnte dich am Kragen packen. Da musst du, glaube ich, noch einen Meter wachsen, du. Grundsätzlich. Tipps für Trainer. Wenn du die Entwicklung eines Pokémons stoppen willst, musst du den B-Knopf drücken, während es sich entwickeln will. Das Pokémon entwickelt sich dann nicht. Das nennt man Entwicklungsstopp. Da habe ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Ich habe lange überlegt, wohin dieser Satz führt und deswegen habe ich etwas gezögert. Ricarda! Mirror-Match! Nein, nicht ganz. Mein Tabuga ist natürlich ungefähr doppelt so stark und deswegen auch doppelt so cool. Naja. Ich geowurfe dich. Was machst du jetzt? Immer noch aufrecht stehen. Es ist ein Käfer-Pokémon. Es ist ein Käfer-Pokémon! Wie fällt mir das ist immer so spät alles ein? Ich bin noch wirklich unfähig. Du bist mir haushoch überlegen. Dem anderen, der kann ich mal meinen Kragen. Hier bin ich überlegen. Ich hadere damit, dass das Tierchen da paralysiert ist. Aber ich werde es nicht ändern können. Komm, ich gehe heilen. Komm. Komm, wir gehen heilen. Warum sollen wir ein Risiko eingehen? Wir können auch einfach heilen gehen und dann ist gut. Bist sehr effektiv. Wow. Wollte ich mir vielleicht merken. Ich weiß, dadurch, dass ich Botugel jetzt doch wieder mitschleppe, haben alle anderen viel weniger EP. Das sind eigentlich verschenkte EP an Botugel, weil ich es einfach nicht fühle mit ihm. Aber ich kann auch nicht bei dem. Ich kann jetzt nicht sagen, bei vier Pokémon, ich packe eins komplett raus. Ich kann nur hoffen, dass Botugel irgendwie mal Tackle lernt, wenigstens. Dass es wenigstens mal eine Attacke hat, mit der man irgendwie was anfangen kann. Wenn auch nur wenig. Wisst ihr, was ich meine? Einfach damit man sagen kann, das Pokémon könnte im Kampf teilnehmen. Am Kampf teilnehmen.
Oder wenigstens eine Eisattacke. So eine ganz klitzekleine. Kleinstkleinige Eisattacke würde mir schon reichen. Muss ja nicht direkt die Fürnontor K.O.-Attacke sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin mit allem zufrieden. Ich will da wirklich gar keine Ansprüche äußern. Aber trotzdem, dass Vogel jetzt schon Level 20 ist. Heftig. Wirbelwind lässt das wilde Pokémon weggehen, ne? Ja. Also ich sag nur, hier, ihr wisst schon, wohin genau und so, ne? Dadurch, dass ich das sowieso doppelt habe. Machen wir einfach mal. Es gibt ja wirklich manchmal im Nuzlocke den Moment, wo man das braucht. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann klettere ich eben über den Berg. Weißt du? Vielleicht lasse ich mich doch jetzt nicht aufhalten von so einem Tunnel. Ich klettere einfach drüber. Ich kann das. Ich bin Bergsteiger. Stollrock. Ein Stahl-Pokémon. Was machen wir denn jetzt? Darauf sind wir nicht vorbereitet. Auf diesen dieses Zusammentreffen. Feuer ist gut gegen Stahl. Haben wir aber nicht. Steht nicht zur Verfügung. Was hat er denn noch so Schönes? Vogel. Ich wollte, dass du guckst, was er noch so für Tierchen hat. Dabei. Wolltest du nicht? Das war ein Volltreffer? Ist nicht sehr effektiv, okay. Doch nochmal gucken. Dann sind da auch die Härtner weg, die er eingesetzt hat. Razaf. Kampf-Pokémon. Sehr gut. Psycho. Haben wir aber nicht. Flug ist auch sehr gut, offensichtlich. Ich kann das gleiche nochmal machen. Was wollt ihr sehen? Denselben Song nochmal? Alles klar, denselben Song nochmal. Okay, das ist echt schwach. Ich tausche es nochmal aus. Warum denn nicht? Dicktree. Okay. Ich glaube, das wird Vogel so nicht lösen können. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir sagen müssen, Vogel wird das Problem nicht lösen. Sie sehen aber auch böse aus, oder? Die Dicktrees. Richtig gehen sauer. Oh nein, das macht irgendwas. Oh. Es ist nicht sehr effektiv. Egal, was es macht, hier hilft es nicht. In diesem Fall. So, jetzt müssen wir noch mit Stollrock umgehen. Ich denke mal, Stahl gegen Stahl kann schon mal nicht das Schlechteste sein. Nun, ob jetzt Unlicht so viel effektiver ist... Nee. Auch nicht. Ja, okay, dann müssen wir jetzt durch. Die Geduld wird es regeln. Oder ein Volltreffer oder was? Warum war das jetzt so effektiv? Also so viel auf einmal. Oh, Orthopäden Level 16. Lockduft. Toll. Lucius. Ich lächle euch. Verlieren erschöpft mich. Und jetzt kannst du nicht mehr beim Berg gehen oder was? Was ist denn das für eine Ausrede? Schwächling. Brüll! Ich will diesen vermaledeiten Tunnel graben! Vermaledeit! Oh ja, es gibt Geheimverstecke. Man kann hier Geheimverstecke in diesem Berg, in diesen kleinen Löcherchen, die da sind, machen. So, ihr wisst, ich bin verzweifelt. Ich brauche ein neues Pokémon. Metaflur-Tunnel. Die ist eingetragen. Wer ist denn vorne? Hallo? Wer vorne ist, habe ich gefragt. Mach mal Knecht nach vorne. Der kann vielleicht eine Klammer verwenden. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall, egal was passiert, dieses Pokémon töten.
Egal, was passiert. Das hat uns ja schon beim letzten Nuzlocke gut geholfen. Elekid. Jetzt freue ich mich. Jetzt bin ich wieder glücklich. Wir werden es zwar nicht, aber ich weiß gar nicht, gibt es Electek schon in diesem. In dieser Generation? Elekid speichert Elektrizität in seinem Körper. Wenn es Metall berührt und versehentlich die aufgestaute Energie entlädt, rotiert es mit den Armen, um sich wieder aufzuladen. Dann ist es eine. Wind. Yay. Das ist wirklich gut. Es ist einfach mal effektiv gut, Elekid zu haben. Es ist auch noch nicht verletzt. Ich weiß, wir setzen das jetzt nach vorne. Und trainieren das jetzt noch ein bisschen. Es ist so natürlich absolut nicht kampfeinsatzbereit, solange es noch ein Baby-Pokémon ist. Aber das wird sich ja ändern. Mit zunehmendem Verlauf dieses Spiels. Und dann haben wir große Freude. Eine große Freude. Ich werde dieses Pokémon bis zum Schluss behalten. Sage ich jetzt schon. Bis zum Schluss wird Elekid an unserer Seite sein. Von mir habt ihr es zuerst erfahren. So, 2 Reptains reichen für ein Level ab. Das sind doch noch, wie sagt man so, sehr genügsame Zahlen einfach. Aber wann wird sich Elekid entwickeln? Mit welchem Level? Noch nicht mit Freundschaft und so. Sowas gibt es hier noch nicht, oder? Weil ich glaube, Pichu entwickelt sich mit Freundschaft zu Pikachu weiter. Kann ja mal trotzdem gucken, auch wenn ich echt kein Freund davon bin, das jetzt hier die ganze Zeit alles nebenbei zu googeln. Was soll man machen? Ich versuche es gut zu überspielen. Elekid. Ich muss immer gucken, wo die Knöpfe sind. Und das Mikrofon ist so groß, dass ich es nicht sehen kann. Schlüpft bei Zucht ab. 30. 30. Wie soll ich denn das auf Level 30 kriegen, ohne dass es verletzt wird? Das ist ja jetzt ein Projekt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Der hat mit Level 20 Funkensprung, mit Level 1 eigentlich Donnerschock. Kann ich schon Donnerschock? Hat da jemand drauf geachtet? Das ist auch falsche Generation, wir sind ja in der dritten. Level 9 Donnerschlag. Oh je, ey. Was haben wir uns da schon wieder angelacht? Vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Ein klassischer zu früh gefreuter. Warum will ich jetzt eigentlich nochmal dahin? Zum Trainieren? Ja, wahrscheinlich. Metang. Ich weiß nicht, wie ich gegen Metang einsetzen soll. Weiß nicht. Bodycheck. Das ist nämlich nicht so effektiv, was ich hier mache. Alles nicht effektiv. Level 7. Wow. Es ist so schnell, du kannst gar nicht gucken.
Oh, diese Intensität, kacke. Dann ist es auch noch sehr effektiv. Kacke. Schon kacke gesagt. Einen Job hattet ihr. Einen Job. Nix hat's geholfen. Können wir direkt wieder nach Hause gehen. Ist das ein Hin und Her? Hier ein Hickhack. Ich sag's euch. Es gibt ein mächtig großes Hickhack. Irgendwas gelernt oder was war gerade die Ansage? Ich habe es nicht gelesen. Ich will immer noch. Ich muss es wirklich nur kurz drücken und ich bin am Pokémon Center vorbeigelaufen. Und so krass schnell ist das. Da ist der richtige Knopf. Hey. Das sind die 5 Pokébälle. Es ist natürlich ein Projekt, aber wir schaffen das. So, Taubsi ist schon Level 20. Also, sind ja dann noch 10 Level. Unterschied. Und ich bin dann auch der festen Überzeugung, dass sich Elekid dann schon irgendwann selber wehren kann. Es ist, es darf halt nicht gegen Pokémon, die schon voll entwickelt sind, antreten. Das ist das Wichtigste, weil dann sind dann einfach die Statuswerte zu unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn es jetzt halt schon eine Elektroattacke könnte. Könnte es sehr gut gegen Remoraid selber vorgehen. Aber es lernt es erst mit Level, was auch immer, haben wir gerade geguckt. Mit Level haben wir gerade geguckt. Wen haben wir denn hier noch Schönes im Tunnel? Wen wir hier noch so antreffen? Protein. Das will ich jetzt immer sofort vergeben. Welches Pokémon hat denn Potenzial bei Verteidigung? 12... 15, 35, 33, 29. Etwa gleich. Verteidigung schon hoch. Verteidigung höher. Wollen wir es Schlunkiefer geben? Leider ist hier nicht angezeigt mehr, welches Pokémon. Oh, der Angriff. Eisen ist doch für Verteidigung zuständig, du blöder Hirsch, ey. Ja, war trotzdem, glaube ich, nicht das Schlechteste. Hui, ein Magnaien. Es ist furchteinflößend. Was machen wir jetzt als Antwort auf dieses Problem? Ein anderes Pokémon einsetzen. Und ein Jauler. Achso, nee. Das kann nämlich auch so eins verschwinde. So Brüller kann der. Verschwinde von hier Attacke. Die sogenannte Verschwinde von hier Attacke. Ah. Schwablu. Das ist ein kleines, was ist Schwablu? Was ich mit einer schönen Elektroattacke auch einfach vom Himmel holen könnte. Aber ich habe keine. Deswegen kann ich nicht machen. Habe ich gut darauf aufgepasst, Pinsel jetzt nicht einzusetzen, weil ich wusste, das kann Flugattacken. Genial, oder? Jetzt hätte ich Skill. Bin immer wieder selber beeindruckt. Donnerschlag! Donnerschlag! Oh! Ich würde übrigens die Vorentwicklung unbedingt häkeln. Ich habe schon die Anleitung dafür. Ich brauche noch ein paar schöne Farben. Und ich spare gerade Geld und will keine Wolle kaufen. Aber ich will schon mit dem Kegeln. Sepa ist. Nee, Sepa ist ein anderes Pokémon. Sie. Jurob, nee. Wer ist das denn? Wie heißt denn die scheiß Vorentwicklung? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da ehrlich. Ja, Zertrümmerer. Damit habe ich gerechnet. Ich dachte, es wären Kleinsteins oder so. Zornfell. Zornfell. Was setzen wir denn da mal dagegen ein? Ein schönes Stahl-Pokémon. Wie wäre es denn damit? Na schön. Oh, sehr effektiv. Don't know how, aber
sag nicht nein. Ihr wisst, dass ich das jetzt hier mir zuliebe mache, hier nochmal lang zu gehen. Ich weiß, dass das eigentlich grundsätzlich nicht nötig ist. Deswegen, ich danke euch sehr dafür eure Geduld. Du schon wieder. Da haben wir jetzt gelernt, Flunkiefer, sehr gut. Bist wurde blockiert. Dann setze ich Geist stattdessen ein. Gut, wir haben das jetzt auf Level 9. Ich hätte es gerne auf Level 10, ich bin ehrlich. Das machen wir noch. Komm, die 19. Die 19. Das ist ja schneller passiert als... Ja, ich weiß, dass das eigentlich klappen müsste, aber es ist halt ein ausentwickeltes Pokémon. Oder es ist Level, also Baby-Pokémon. Ist, glaube ich, einfach nicht gut. Muss man nicht haben. Wie gesagt, Remoraid gerne, kein Problem. Können wir machen, aber Quappo muss nicht sein. So, jetzt haben wir uns ja noch gar nicht fertig umgeschaut in Metaross City. Wir haben ja noch die Devon Corporation und die Pokeschule, wo sie uns so tolle Dinge beibringen, wie wenn ein Pokémon schläft, dann musst du Aufwecker einsetzen und wenn ein Pokémon paralysiert ist, dann musst du Paraheiler einsetzen. Aber es gibt natürlich Menschen da draußen, vielleicht die wissen das noch nicht, deswegen mache ich das jetzt. Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, wie sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift, was sie damit machen sollen. Deswegen hilft es nicht. Der Stuhl ist extra eine extra Animation hier, ein extra Bild für einen schief angedingsten Stuhl. Weißt du, wie man einigen Pokémon-Attacken, wie man mit einigen Pokémon-Attacken ein Pokémon verwirren kann? Ein verwirrtes Pokémon wird manchmal sich selbst verletzen, ohne es zu wollen. Und sobald es aus dem Kampf genommen wird, ist es wieder normal. Ich wollte schon immer ein Samurzel haben. Endlich habe ich eins. Ich tausche gerade mit meinem Freund Pokémon. Und was kriegst du im Gegenzug? Wenn Pokémon das eine Beere trägt, wird sich selbst heilen. Viele Items, die ein Pokémon tragen kann. Junge, 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 ist das alles schwer zu merken. Entschuldige Sie, ich rede mit Ihnen. Dann gehen Sie einfach weg. Schüler, die in der Auffassung kommen, meine Flinkklaue zu spüren. Wie du dieses Item einsetzt, zeigst, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Okay. Cool. Ist, ich finde halt, Flinklauer hat immer was von Diebstahl, deswegen ich weiß nicht, was er tut mit denen. Anscheinend ist es weder der richtige Ort noch die richtige Zeit dafür. Was trägt denn eigentlich Taubsi für ein Item? Tauboga, Mann! Den Kopf kann sich nicht darauf einstellen. Wir betreten die Devon Corporation. Hey, diese Turbo-Räder, die haben wir entwickelt. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden treffe, der eins unserer Produkte benutzt. Kriege ich jetzt was dafür? Geschenkt? Ein Meisterball zum Beispiel? Hallo und willkommen in der Devon Corporation. Wir sind die Staatsentwickler von Medizin und Items, die das Leben bereichern. Hast du gut auswendig gelernt, den Spruch. Oh, es gibt gar nicht so viel zu sehen hier. Tut mir leid, aber nur autorisierte Personen haben mir Zutritt. Tut mir auch leid. Wie war denn jetzt diese Story mit dem Wingull? Wir müssen doch eigentlich für diesen Mr. Bragg und den Wingull und so machen. Schau, was ich meine. Hi, wie geht's? Hör zu, mein Freund. Willst du gern Champ werden? Ich bin kein Trainer. Ich nicht. Aber ich kann dir trotzdem einen nützlichen Rat geben. Also abgemacht. Wir werden zusammen nach der Pokémon-Meisterschaft streben. Als Trainer musst du die Orden der Arenen sammeln, habe ich recht. Aber die Arenaleiter sind nicht gerade einfach zu besiegen. Aber hier komme ich ins Spiel. Ich werde dir einen Expertentipp geben. Felicia, die Arenaleiterin, setzt Gesteins-Pokémon ein. Ein Gesteins-Pokémon ist sehr zäh, hat aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm wieder vorbei, wenn du die Arenaleiterin besiegt hast. Nun zeig, was du drauf hast. Wieso soll ich denn vorbeikommen? Was ist da los? Unterschätze die Trainer einer Arena nicht. Ich zeig dir, warum wir die Besten sind. Ich will die Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Ganz allein kämpfe ich gegen Gaston. Ich kenne die Gefahr. Aber von Safcon geht es keine so massive Gefahr aus. Ich glaube, das kriege ich noch ganz gut hin. Das kriege ich noch ganz gut geregelt. Koste Regels, Art Regels. Und deswegen regeln wir das jetzt. Ja, die sind ja quasi lachhaft schwach.
Also wir sind jetzt schon stärker als... Oh, unser 10, ja. Als hier die Arena-Leiterin, zumindest was die Zahlen angeht. Aber natürlich wissen wir, dass im Nuzlocke auch mal ein weirder Typ mit hohen Statuswerten vor uns stehen kann. Zum Glück haben wir jetzt keinen Grodon dabei. Oder war es Sazenia oder war es Ultragaria? Ich weiß es nicht. Einer von beiden. Wir waren zum letzten. Oh, ich habe jetzt gespoilert, ne, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Tut mir leid. Das ist ungefähr Folge 80. Wo das passiert. Ich versuche weiter in Windmühle zu trainieren. Deswegen mache ich diese tolle Wechselgeschichte hier. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. Wir haben ihn fast Level 11. Ich, aus Versehen drücke ich dann immer auf den... auf die Leertaste. Weil ich habe jetzt so die Finger, den Finger so da drüber kreisen, wie das Damoklesschwert über unserem Spielstand hier. Level 6. Ich glaube nicht, dass das ernsthaft das Problem darstellen sollte. Ja gut, wir haben uns gefangen. Wir hatten einen kurzen Schockmoment jetzt hier vor 2 Folgen, aber das läuft doch wieder wie geschmiert, würde ich sagen. Was steht denn da im Wege, nächstes Mal die Arena-Leitung anzugehen? Gar nichts, würde ich sagen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr den Kanal abonniert. Dann seht ihr nämlich, wann die neue Folge kommt. Pokémon gibt es hier bei mir immer Dienstag und Donnerstag um 17 Uhr. Schaut auch sehr, sehr gerne mal bei Twitch vorbei. twitch.tv/aufbau_anne. Da könnt ihr mich mal live besuchen und Hallo sagen. Da würde ich mich freuen. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.